Wunderbar. Wir haben gerade wiederholt in Mathe und Physik innere Energie und solche Dinge. Nebenbei haben wir uns auch aufgeladen in Gedanken. Also das zählt jetzt hier mal alles nicht, aber es ging um die innere Energie. Wir haben also gesagt, die innere Energie, die muss eines Stoffes, immer in Klammern gesagt, die innere Energie eines Stoffes ist auf Null gesunken, wenn wir bei 0 Grad Kelvin oder minus 273 Grad Celsius angelangt sind. Nebenbei, in diesem Bereich hier, ich mach's mal hier, in diesem Bereich, also kurz bei 0 Grad Kelvin, habe ich die sogenannte Supraleitung. Wir haben das auch geklärt, warum. Supra, also das ist hyper, truper, super, ganz toll. Supraleitung, wir gehen jetzt ins Elektrische, weil die Teilchen nicht mehr schwingen, können sie den Elektronen nicht mehr so viel Widerstand bieten. Darum geht das. Aber da kommen wir später dazu. Wir hatten uns dann nochmal schnell mit Optik beschäftigt. Wir haben es jetzt immerhin fast Mai und da kann man, hier ging es erstmal ums Fernrohr und da kann man dann auch, hier geht es auch in diesem Fall um Projektor, aber der eigentliche Spaß beginnt erst hier, wenn man sagt, ich nehme mal einen Hohlspiegel, einen Rasierspiegel, kann man wunderschöne Streiche machen. Ich hoffe, dass jetzt die ganze Welt, die zuguckt, sich vorstellen kann, was passiert, wenn sich alle diese Strahlen eines Rasierspiegels in einem sogenannten Brennpunkt sammeln. Und da brennt es dann ganz schnell. Aber bitte nicht im Wald, weil das ist sehr gefährlich. Den Brand kriegt man nicht aus. Zur Mathematik, wir waren bei Raumdiagonalen. Und zwar nochmal schnell zur Erinnerung, und das ist dann gleich die Übungsaufgabe. Ich habe einen Quader und diesen Quader, den kennzeichne ich mit folgenden Buchstaben, sagen wir Länge, Breite und Höhe. Und die Länge, also gegeben, ist dieser Quader. Quader, überall rechte Winkel an den Ecken und so weiter. Ne? Und das, also muss ich jetzt nicht weiter, das sind alles Rechtecke, muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Und wir suchen etwas, und zwar suchen wir mal, wenn ich mir jetzt hier vorstelle, dass der Quader durchsichtig wäre, suchen wir jetzt mal diese Linie, die von hier bis hier, von diesem zu diesem Punkt verläuft. Das heißt, wir müssen uns da ein paar Arbeitsskizzen anfertigen, wir müssen uns an den Pythagoras erinnern. Wir nennen diese Linie einfach E, wie Emil. Und naja, gut, ich sage jetzt nicht viel dazu. Übungsaufgabe für folgende Größen. Also Länge sind 3 Meter, Breite sind nur 1 Meter und Höhe auch 1 Meter. Und da werden wir mal sehen, wie lang E ist. Man sagt auch Raumdiagonale dazu. Ich halte jetzt erstmal das Video an. Der erste. Also ich habe jetzt nochmal eine Hilfslinie eingezeichnet. Das ist D. Und D ergibt sich, also D Quadrat ist L Quadrat plus B Quadrat. Dann habe ich das eingesetzt, aber da wir hier wissen, was D Quadrat ist, habe ich dann L Quadrat plus B Quadrat eingesetzt. Also ich habe jetzt das eingesetzt für, also das, die Form habe ich jetzt eingesetzt und das kam dann raus und das habe ich zusammengerechnet und die Wurzel aus 11 Quadratmeter ist 3,316 Meter und das ist E. Weil, also ich hätte hier noch einen Regiestrich machen müssen. Um das, so das. Okay. So, ganz genau so machen wir es. Das heißt, man sieht hier unten, hier hat sich ein Dreieck gebildet. Und da haben wir deswegen, das war dieses erste Dreieck, pythagoreisch auseinandergepflückt. Und darauf stehend hat sich ein, ich mache es jetzt mal rot, rotes Dreieck hier gebildet, was die Grundseite D hat. Ne? Also was auf D steht, auf dieser Flächendiagonalen steht und demzufolge ganz richtig erklärt, genauso macht man es. Der Vorteil ist, wenn ich das hier einsetze, wenn ich nämlich L² plus B² mir schnappe, dann kann Folgendes passieren, dann muss ich erst die Wurzel aus 10 ziehen, dann hole ich mir beim Wurzelziehen schon mal wieder weitere Kommafehler rein. Dadurch haben wir das so gemacht. Prima, wunderbar, danke. Nächstes Beispiel. Stellen wir uns mal Folgendes vor, wir basteln uns eine Pyramide. Und diese Pyramide, ja, die hat eine Höhe von... Warum male ich eigentlich diese Maßhilfslinie hier in die Mitte?
Richtig. Wenn ich jetzt hier mir überlege, die Pyramide wäre durchsichtig. Ich habe ja von der Mitte aus gemessen und in der Mitte drin, da steht meine Höhe. Und daher kommt die hier raus an der Seite. Ja, nehmen wir mal eine Höhe von 10 Metern. Hat jemand so ein Pyramidenmodell gebastelt. Und diese Seite sei mal, nehmen wir die auch 10 Meter. Und auch die andere Seite, das ist jetzt ungünstig, jetzt überschneiden sich Maßlinien, das macht man eigentlich nicht. Die sei auch 10 Meter. Dann, ich habe hier verschiedene Bemaßungen gewählt, damit man das eigentlich gleich mal später sieht. Es gibt Architektenbemaßungen, es gibt technische Bemaßungen von Metallern und so weiter und so fort. So, und wir möchten aber folgende Seite rausbekommen. Diese hier. Oder mache ich sie hellblauer. So, diese Seite möchten wir rausbekommen. Das heißt, ihr seid wieder dran. Nennen wir die Seite heute mal F. F wie Friedrich. So, gegeben ist also diese Figur, Pyramide. Wir möchten bei diesen Abmaßen F rausbekommen, mit Arbeitsskizzen und so weiter. Also gesucht ist F, das ist diese Seitenlinie. Na denn, so jetzt gab es verschiedene Ansätze. Es gab jemanden, der hat sich gesagt, ich gehe hier quer durch meine Grundfläche der Pyramide und mache da eine Linie hin. Das ist eine Flächendiagonale. Zeigen wir es mal. Also, das heißt, die Grundfläche der Pyramide mit 10 Meter mal 10 Meter und da eine Flächendiagonale rein. Dann ergibt sich folgender Vorteil. Also, warte mal, ich fange das mal kurz ein. Das Ganze hier, das kann man vielleicht nochmal gebrauchen. Na. So. Also, dann ergibt sich folgender Vorteil. Wenn ich sage, okay, ich nehme hier eine Diagonale, dann habe ich folgendes Dreieck, folgendes Arbeitsdreieck, was dann daraus entsteht. Und zwar das hier. Die Höhe, 10 Meter, die Diagonale, und zwar nur zur Hälfte, und dann F. Auf dieses Dreieck kommt es mir an. Also muss ich letztendlich die diagonalen Hälfte nehmen. Das kann ich auch wie folgt machen. Ich kann das auch so machen, dass ich hier unten noch mir hier ein rechtwinkliges Dreieck schaffe. Aber da wollte ich noch gar nicht drauf hinaus. Es gibt mehrere Ansätze. Rechnen wir mal die Diagonale aus. Wir nennen die Diagonale mal einfach D. Dann ergibt D Quadrat sich aus 2 mal 10 Meter in Klammern zum Quadrat. Warum? Hier habe ich einen rechten Winkel. D ist meine Hypotenuse. 10 Meter zum Quadrat plus 10 Meter zum Quadrat ergibt 2 mal 10 Meter zum Quadrat. Also, das wäre D Quadrat demzufolge 10 Quadrat, und 10 Quadrat sind 200, oder 2 mal 10 Quadrat ist 200 Quadratmeter. Das bloß mal nebenbei. Aber ich brauche das ja nicht unbedingt. Wenn ich davon die Hälfte nehmen will, Achtung, jetzt darf ich nicht einfach sagen, das sind 100, jetzt müsste ich erst die Wurzel ziehen und dann teilen. Deswegen ist dieser Ansatz ein bisschen verrückt. Hier gibt es eine Frage. Wenn ich jetzt also hier die Wurzel draus ziehe und dann durch 2 teile, dann hätte ich d halbe. D halbe ist nämlich das, was ich brauche. Hier dieses Stückchen. Dieses Stückchen, das wird es dann. Also das hier wird d halbe. Und dann machen wir es doch schrittweise. D ist die Wurzel aus 200. Und wenn ich schon die Wurzel aus Quadratmeter gezogen habe, kann ich sagen, das ist die Wurzel aus 200 Meter. D halbe ist demzufolge, das geht ganz einfach, Wurzel aus 200 halbe Meter. Das ist die eine Variante. Jetzt kann ich sagen, okay, d halbe habe ich. Dann ergibt sich mein neues Arbeitsdreieck, dieses hier, welches F und die Höhe von 10 Metern und hier unten D halbe hat. Hier habe ich 10 Meter und hier habe ich F. Dann kann ich sagen, F Quadrat ist gleich 10 Meter in Klammern zum Quadrat plus d halbe in Klammern zum Quadrat. Also, Wurzel aus 200 Quadratmeter. Ich habe jetzt hier eine unterschiedliche Schreibweise gewählt. Ich kann das Ganze nochmal ganz ausführlich machen, oder ich sage, okay. Hier schreibe ich also Wurzel aus 200 halbe
Meter in Klammern zum Quadrat. So sähe es dann perfekt aus. So, und jetzt, wenn wir das dann auflösen, na, hier wollte ich hin. So, wenn wir das dann auflösen, machen wir weiter. F Quadrat ist gleich, und jetzt, 100 Quadratmeter. Jetzt, das Quadrieren heißt 200. Die Meter quadrieren heißt Quadratmeter und unterm Bruchstrich quadrieren ist 4. Jetzt schreibe ich mal nur in Blau weiter, denn sonst wird es zu wechselhaft. Wenn ich die Summe gebildet habe, na gut, machen wir es nochmal, habe ich also 100 Quadratmeter. Und wie viel sind das? 200 durch 4 sind 25 Quadratmeter. Das heißt, bitte? 200 durch 4, Quatsch. 50. Blödsinn. Danke. Ja, ja. So. Also, hier der Haken ist 50. Natürlich. 200 durch 4 ist 50. Ich werde eben schon alt. Also, jetzt muss ich letzten Endes f so ermitteln, indem ich dann aus der Summe die Wurzel bilde. Also f ist dann die Wurzel aus 150 Quadratmeter. Und wie viel ist die Wurzel aus 150, bitte? So, jetzt haben wir das Ergebnis 12,247. Meter. Jetzt probieren wir mal den anderen Ansatz. Jetzt probieren wir mal einfach aus, nicht die Raumdiagonale zu bilden, sondern etwas anderes. Ich kopiere das Dreieck nochmal schnell hierher, die Pyramide, und wir probieren mal was anderes aus. Und zwar sagen wir, hier drin bildet sich ein Dreieck. Jetzt mache ich das mal in grün. Bestehend aus der Höhe, bestehend aus 5 Metern, ne, hier die Hälfte. Und einstweilen hier der Seitenhöhe. Also wie groß ist dieses Dreieck? Welche Höhe hat dieses rote Dreieck oder dieses hier? Ich möchte jetzt nicht zu viele Linien reinmalen. Dann habe ich folgendes Arbeitsdreieck, dann sieht das so aus. Dann habe ich hier, nennen wir sie S wie Seitenhöhe, hier habe ich H und hier habe ich 5 Meter. Jetzt kann ich dieses bilden und von da aus kann ich mir dann überlegen, dass ich ein rotes Dreieck, wieder mein Seitendreieck habe, wo ja F mit dran ist. Hier ist wieder F dran. Und ich habe ja gerade dann eventuell hier, wenn alles geklappt hat, die Seitenhöhe ausgerechnet. Und jetzt ergibt sich wieder ein schönes Dreieck, nämlich blau, grün und rot. Und zwar bezeichnen wir das mal, wenn wir uns dieses Dreieck angucken. F wissen wir immer noch nicht. Oh, F wissen wir immer noch nicht. Aber die rote Seite, die wissen wir. Das ist hier wieder 5 Meter. Und die grüne, das wird unser S dann sein, was wir letzten Endes ausgerechnet haben. So, und wenn wir das mal zusammenstellen, machen wir zuerst mal das auf der... Machen wir das zuerst mal auf der linken Seite. Ich mache das jetzt aber in einer Farbe. Hier ergibt sich S Quadrat ist gleich 5 Meter in Klammern zum Quadrat plus H Quadrat wissen wir auch, das sind 10 Meter in Klammern zum Quadrat. Hier bei diesem Dreieck, da sieht man das schon, ich habe das jetzt hier weitergebildet, kann ich sagen F Quadrat ist gleich S Quadrat plus 5 Meter in Klammern zum Quadrat. Und da ich ja S Quadrat kenne, S Quadrat ist das hier, kann ich das hier entsprechend ersetzen und dann heißt das, und dann müsste ja das gleiche rauskommen, ist gleich 5 Meter in Klammern zum Quadrat plus 10 Meter in Klammern zum Quadrat plus diese hier, 5 Meter in Klammern zum Quadrat. So, und wenn wir das jetzt mal wieder weiterverfolgen, dann ergibt sich also F Quadrat wie folgt, 25 Quadratmeter plus 100 Quadratmeter plus wieder 25 Quadratmeter, und jetzt sieht man das schon, 100 Quadratmeter und 50 Quadratmeter, und dann kann ich wieder F ermitteln, genauso wie vorhin, ne? Hier, das ist die Wurzel aus 150 Quadratmeter, 12,247, dann passt das auch, 247 Meter ist das andere Ergebnis. Das sind zwei verschiedene Vorgehensweisen. Wichtig ist, dass man sich grundsätzlich Arbeitsdreiecke schafft, die rechtwinklig sind. Also hier habe ich ein rechtwinkliges Dreieck, hier habe ich ein rechtwinkliges Dreieck. Also ich habe hier mit dem ersten angefangen, das war in der Fläche.
Dann habe ich darüber ein anderes errichtet. Oder hier habe ich gesagt, naja, dann fange ich eben so an, dass ich mir erst die Seitenhöhe ermittle. Die Seitenhöhe dieses roten Seitendreiecks. Und die Seitenhöhe ergibt sich eben, weil hier wieder ein rechter Winkel drin ist. Auch hier ist ein rechter Winkel. Und jetzt nur die Hälfte davon ist mein rechtwinkliges Dreieck, was ich dann letzten Endes ausrechnen kann. Der Rest ist dann bloß noch hinschreiben. Ich muss bloß eindeutige Bezeichnungen wählen, dann ist es leicht. So, empfehle ich als Hausaufgabe zu üben. So. Und damit ist das Video geschlossen.